Lol, hallo. Was ist das? Da. Was ist das? Alter! Alter! Was ist das? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hexit mit dem Schaffel. Hallo. Hallo. Ja, und in der letzten Folge sind wir ja richtig geil hier an diesem schönen Sandturm gefailt und hat sich mein Sound richtig wieder gemacht. Und ja, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir irgendwie hier wieder hier reinkommen. Ich bin nämlich ohne Scheiß, da oben war Cobblestone. Hast du in der letzten Folge eigentlich eine Pickaxe gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube, die habe ich, obwohl, ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir können uns ja eine machen, das ist ja nur nicht das Ding. Eine Sache wollte ich ja sagen, es gab natürlich sehr, sehr viele Kommentare von euch, die wir uns auch alle fleißig durchgelesen haben. Also es gibt so viele Sachen, die ihr uns gesagt habt. Zum Beispiel gibt es, für alle Leute jetzt mal ganz kurz, es gibt so kleine Kokobos, heißen die, mit denen kann man später fliegen. Und diese komischen Rüben hier, diese Geisel Green oder Gysal Green, die kann man dann nehmen, um die zu füttern. Und dann kann man später mit diesen Vögeln halt reiten und oder halt auch fliegen. Und das ist natürlich eine ziemlich geile Sache, weil der Tom und ich, wir können dann nämlich richtig schön schnell zu unseren Zielen und kommen dann auch relativ schnell wieder zurück. Das ist natürlich eine coole Sache. Und wir können natürlich auch Sachen von oben erkunden. Also wenn wir jetzt irgendwie was Cooles entdecken oder so, dann müssen wir halt nicht irgendwie hier rumlatschen oder so und müssen dann erst unten suchen, sondern das kann man dann schön von oben alles überblicken. Lol, guck mal, ich habe jetzt gerade dieser Kaktus, ne, den wir letztens gesehen haben, dieser richtig geile Kaktus, ne? Da steht, dass der Früchte gibt, wenn es geregnet hat. Das heißt, wir müssen den auf jeden Fall, weil es in der Wüste ja nicht regnet, müssen wir auf jeden Fall den irgendwo hinstellen, wo es regnet. Wie wollen wir das jetzt eigentlich machen? Wollen wir nochmal auf den Sandturm hochklettern? Ja, warte, ich mache mir eben ganz kurz ein paar Werkzeuge. Oder ist da oben überhaupt was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben was ist. Nein, da war eine Cobblestone-Decke. Ich denke mal, dass da irgendwas drin ist. Da muss irgendwas drin sein. Warte, ich mache mir... Dann bastel ich mich schon mal hoch. Ich mache mir eben kurz eine Schaufel. Da. So, zack. Ich mache mal unser ganzes Holz, verarbeite ich einfach. Wir kriegen ja schnell wieder unbearbeitetes Holz, ne? Scheiß drauf, mach ich einfach immer aus. Ja, stimmt, hier ist Cobblestone. Also, das siehst ist du? So. Hast du eine Pickaxe? Ey, cool. Du musst dich gar nicht hochbauen hier. Du kannst einfach hochschwimmen. Ah, ja, okay, cool. Aber hier ist aber nichts weiter als. Ja, Mossy Cobblestone. Das war's. Jo. Wie? Mehr ist es nicht. Mit Och, nee, oder? Jo. Warte, ich komm hoch, das muss ich sehen. Das ist ja lame. Bitte. Das ist richtig lame. Aber au! Kann man von da aus irgendwas Schönes sichten? Irgendwas Schönes erblicken. Na gut, hier ist ziemlich viel Sand drumherum. Kann ich mal kurz wegmachen. In einer Wüste ist Sand? Das glaub ich ja gar nicht. Ja, so. Scheiße, das ist wirklich die Decke. Tom, du hast nicht gelogen. In der Tat. Ey, In der Tat. Kriegst du Schaden? Au, ja, weil ich Hunger hab. Toll, ich habe jetzt natürlich alle Wassertropfen aufgegessen. Aber es müssten eigentlich schon neue sein bei dem Aloe Vera. Aber ich sag mal so, was ist das? Achso, das ist der Grabstein. Wir können uns ja auch mal irgendwie auf Schweinejagd oder sowas machen. Zumindest das, was wir noch kennen. Ne? Ja. Die Strauße. Gar nicht mal so schlecht. Richtig, die Strauße, so, die sollen übrigens auch so Eier-Dingensen, ne? Okay. Straußeneier, ja. Straußeneier. Und die kann man dann, also wenn man die klaut, dann rasten die übelst aus und verfolgen einen. Aber die, glaube ich, kann man auch essen oder so. Beziehungsweise entweder die Straußeneier oder die Strauße, die herauskommen. Ich weiß es nicht. Na, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal irgendwie nach Nahrung oder so. Das ist, denke ich mal, noch so mit das Wichtigste. Ich mach's so, falls ich mich heute etwas seltsam am höre, das liegt daran, dass ich etwas erkältet bin. Also nicht. Wie kannst du nur? Nicht, dass ihr denkt, was ist mit dem los? Der redet so scheiße. So, da ist wieder so ein vermurmeltes Murmeltier oder was ist das? Armadillo. Ich mach erstmal noch, ich fäll noch mal einen Baum ab, weil wir haben echt mega wenig. Wir haben echt mega wenig Holz gerade. Weil wir nämlich alles in diesem komischen Ding verloren haben. Richtig ätzend. Wollen wir uns jetzt eigentlich ein Baumhaus bauen oder nicht? Na, ich dachte ja. Wir haben ja diese riesen Stadt, möchte ich schon sagen. Diesen riesen Berg da gesehen. Mit den verschiedenen Häusern drin, genau. Mit der Festung. Jo. Okay. Dann wollen wir nicht das irgendwie als Unterschlupf nehmen, weil ich weiß nicht, wir können uns ja das Baumhaus dann immer noch irgendwie anlegen, aber ja. Können wir machen. Das ist ja natürlich jetzt nicht so spektakulär, ne? Ist auch so, aber eigentlich eine richtig geile Idee. Also von mir aus können wir es machen.
Alter, das wird die überpornoziöseste Wohnung überhaupt. Ja, klar, hallo. Richtig krass. Guck mal, ist das jetzt schon wieder gewachsen? Alter, das mit dem Aloe Vera geht richtig schnell, dass das wächst, ne? Hm. Mal hier ist Gold. Oh, Gold, lol. Kohle. Warte mal, zack, zack, zack. Ja, brauchst du noch was zu essen oder hast du schon? Ja, ich gucke gerade irgendwie, aber ich bin nicht... Also was man auch immer sucht, man findet es immer nicht. Jetzt bräuchte ich zum Beispiel auch kein Bett mehr, aber hier sind überall Schafe. Ey, geil. Komm mal, wo bist du? Ich bin in der Nähe. Wieso? Warte mal, hier ist ein Schaf. Das muss ich auch noch mal ganz kurz machen. Ein Zuschauer hat nämlich in die Kommentare reingeschrieben, dass man rechtsklick und dann F5. Hä? Da passiert ja gar nichts. Oh, hier, Keine Ahnung. Hier ist ein tiefer Gang. Wenn, ohne Scheiß, im Wald ist irgendwas drin. Irgendwas ist da in dem Wald. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Du musst herkommen. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Und das Coole ist, bei dem Shader ist das jetzt richtig geil, weil das ist hier richtig... Wow! Scheiße! Wo bist du? Was war das denn mit wie? Was ist denn? Oh Gott. Hier kommt gleich... Ein Minotaur kommt gleich hoch. Wo bist du denn? Warte. Aber wir haben noch schöne Karten hier. Ich bin bei 535, 77, minus 387. Also nicht weit vom Haus entfernt. 535? Genau. Und dann? 76 und minus 387. Lol, da bist du ja direkt um die Ecke. Ach, da bist du doch. Ja, bin ich auch. Lol, hallo? Was ist das? Da. Was ist das? Alter! Was ist das? Ey, der ist übel stark. Kannst du den platt machen? Nö, aber der haut mich gar nicht. Das ist irgendwie bloß eine Rüstung, kann das sein? Ich weiß es nicht. Mach ihn platt. Ist ja lustig. Ja, der ist doch gleich platt. Gib mir dein Schwert. Oh, der ge... Och, der hat Mann. Nix gedroppt, Arschloch. Hier, warte mal, hier, Essen da für dich. Da unten. Warte. Ja, danke. Na gut. Ist jetzt wenigstens etwas. Lol, was ist das denn? Was ist das? Ich weiß es nicht, Minotaur, aber was macht der? Lol. Ey Kollege, komm mal her! Hallo? Darf man hier vorbei? Danke. Du bist so dick. Wie chillig ist der denn? Alter, der rennt hinterher! Alter, Creeper, weg! Weg, komm, lass abhauen. Ey, hier müssen wir uns vorbereiten. Ey, lass auf jeden Fall, pass auf, wir suchen eben ganz kurz Erze. Alter, der Creeper verfolgt dich. Ja, ich bin doch jetzt hier gleich wieder weg. Pass auf, wir suchen jetzt erstmal was zu futtern. Lass erstmal schlafen gehen. Ich habe jetzt auch ein Bett gebaut, dann können wir eben die Nacht durchschlafen. Okay. Hast du eine Pickaxe gerade? Ja. Weil, ach egal, das können wir auch später machen. Ich will jetzt mal schlafen. Ja, weil die Grabsteine, die kann man nämlich auch mit einer Pickaxe abbauen, habe ich gehört. Hab mit so einem Vögelchen. Ein Kukuluku. Wie die? Nein, ein Kukubo. Hier, Kukuluku. Ein Kukubo hat es. Mann, komm ins Bett. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Schreib mich nicht an. Komm ins Bett, ich will pennen. Schreib mich doch nicht immer so an. Doch. Jedes Mal hier, ich will pennen und du. Toll, jetzt komm mal hier nicht raus. Hast du hier wieder gemacht, warte, ich mach kurz. Mach uns den Weg frei. Mach das weg. Allianz. Genau. So. Nee, oder wer war das? Keine Volksbank. Ahnung. Raiffeisenbank. Volksbank. Ja. So, warte, hier habe ich auch eine Pickaxe. Bei der Volksbank. Lass auf jeden Fall, wir müssen Eisen finden. Wir müssen lass unten in der Höhle noch ein bisschen was erforschen. Aber das Ding ist, ja, das ist doch doof hier, so eine selbstgebaute Höhle. Ja, ich weiß aber nicht, ob das... Wir gucken irgendwo nach... Weiß ich nicht. Ja, warte, da muss ich mir noch eben ein Schwert machen. Ich will lieber entdecken als bauen. Ja, warte. Wir gucken einfach, irgendwo wird es doch wo Eisen geben. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall ein bisschen was bauen, weil sonst haben wir haben nur eine Truhe als Lager, das ist ein bisschen rancy. Na, meinst du wirklich jetzt, wir sollen nach Eisen suchen hier unten? Ja, damit wir uns eine Rüstung bauen können. Ich gehe doch nicht, hast du gesehen, wie groß das Teil war? Boah, das war ja schon dick. Ey, jetzt haben wir so viel Schaden hat er gar nicht gemacht. Bin ich blöd. Ich wollte mir noch ein Schwert machen, jetzt habe ich mir eine zweite Pickaxe gemacht. Im Grunde sogar eine dritte. Okay, Fackeln habe ich aber auch nicht mehr so viel. Bring mal noch ein paar mit, wenn du welche hast. Ich habe gar keine. Geil. Komm, lass einfach mal rausgehen und jetzt ein bisschen erkunden. Ich denke, jetzt bin ich in den Keller gerannt. Ach so, ja, dann gehen wir im Keller. Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du außen ein bisschen rumrennst. Ja, und dann hast du gesagt, wir müssen aber was bauen. Halt, okay, stopp! Bin ich Verwirr mich nicht jetzt hier. Was hast du gesagt? Mann.
Es muss doch irgendwo... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es unterirdisch eventuell noch was richtig Cooles gibt. Ja, sag mal so, die ganzen Dungeons und so, die gehen ja dann unterirdisch auch weiter. So, ich habe übrigens jetzt keine Fackeln mehr. Okay. Ja, wir bauen jetzt erstmal einfach und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Vielleicht kriegen wir irgendwie Eisen, aber es kann, weiß ich nicht, Eisen so tief noch? Nee. Eisen immer, aber... Das lass ich nachzusehen. Sonst lass doch mal hier, ein Zuschauer hat halt auch geschrieben, dass in den Bergen, dass man da oft Diamanten findet. Sonst lass doch einfach mal in die Berge gehen. Ja. Na gut, also ich nehme Dias auch gern lieber als Eisen. Ne? Ja, deswegen. Dann könnte man nämlich auch sofort ein Dias-Schwert machen. Ein Dias-Schwert okay. Können wir richtig auszahlen. Da können wir richtig auf die Fresse hauen. Richtig. Dann müssen wir nur gucken, haben wir irgendwelche Berge in der Nähe? Na, wir also außer die kleinen Hügels hier? Warte, sehen. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Aber komm mal, warte mal, komm mal eben mit. Komm mal mit. Hier ist, ich will noch ganz kurz was gucken. Weil auf der Minimap, wenn du da mal guckst, ich weiß nicht, ob du das schon siehst, da sind so komische. Alter Creeper. Ja, Mann. Bulli? Ich hab den auf minus 4 gehauen. Lol. Okay. Warte mal. Ich glaube, wo wir hinrennen, ist gleich ein Dorf oder sowas. Ja, deswegen. Das habe ich nämlich auch gesehen. Und guck mal, hier ist noch... Die Dörfer, die sind eigentlich ziemlich cool, die hier spawnen, weil... Hier ist ein Lavasee. So lol. Und guck... Ey, was ist das denn? Guck mal, hier ist so eine Blume. Moment. Ich komme schon wieder gar nicht klar. Was ist das? Ja, das, hier ist ein Dorf. Das sind Wurzeln. Guck mal, hier sind so komische Blumen. Bist du denn? Ja, ich bin nach rechts gelaufen. Ich bin nicht sofort zum Dorf gelaufen. Wenn ich Glück habe, gibt es hier ein bisschen was zu essen. Auf jeden Fall gibt es hier Felder. Das ist praktisch. Lol. Boah, leck, Alter. Ey, das sind Feuerblumen oder so. Keine Ahnung. Ich habe die angehauen, dann sind die explodiert. Ich habe auf jeden Fall Kohle gefunden, deswegen bin ich hier hingelaufen. Ich sammle eben kurz die Kohle ab. Also hier gibt es schon mal Weizen. Das ist sehr schön. Was gut ist, ich habe von einem Zuschauer in den Kommentaren gelesen, dass... in den Dörfern so coole Items gibt und sowas alles, was man sich halt erkaufen kann oder ich weiß nicht, ich habe das nicht richtig verstanden, aber auf jeden Fall meinte der, wir müssen auf jeden Fall ein Dorf finden, weil es da halt voll viele Sachen gibt. So hat er es gesagt. Oh, hier ist ein bisschen was kaputt, die Jan, wer war das denn? So. Okay, also das ist gerade ein bisschen riskant hier. Okay, scheiße. Ja, egal, die Kohle kann ich nicht komplett absammeln. Ich habe 7 Kohle gefunden, das ist schon mal ein Anfang. Bist okay, du noch, ich bin auf dem Weizen. Bist du noch im Dorf? Jo. Okay, cool, warte, dann komme ich da eben hin. Ich suche jetzt mal die Mine oder so, da gibt es ja dann immer interessante Kisten. Hallo? Nee. Warte mal. Was ist das? Ey, hier ist so ein komischer, so eine Art Gravel, da ist aber, das ist so Silber und das kannst du nicht mit der Schaufel abbauen. Also wenn irgendeiner von den Zuschauern das weiß, was das ist, dann würde ich das gerne, würde ich gerne wissen, was das ist. Was ist das? Ein... Oh, Bluebells. Ich glaube, wir haben jetzt Blaubeeren. Ja, yeah, cool. So, dann gucken wir mal hier im Dorf. Da ist... Wo bist du? Ich bin immer noch im Dorf. Bist du in einem bestimmten Haus, meine ich damit? Also hier ist nämlich ein Haus mit Bücherregalen schon mal, aber die Bauwelt... Da oben geht's noch weiter. Alter, also, es ist so krass, wie die Dörfer hier in diesen riesigen Wäldern generiert werden. Also... Mann, wer macht denn immer die Tür auf und zu? Ich bin das. Ach so, ich dachte schon, das ist hier irgendwie so Dorfbewohner, ey. Hätte ich jetzt weggehauen, den Typen, ey. Mach dir dauernd die Tür auf und zu, also, ich glaub, es hackt. Gerade habe ich das gemacht, aber das Dorf sieht richtig geil aus, ne? Ja, eigentlich schon. Naja, sag ich ja. So, warte mal, hier mach ich mal kurz das. So. Und dann tun wir folgendes. This and this. So, we have bread. Guck mal, ich baue von dem Dorfbewohner das Haus ab und der kriegt übelste Panik. Warte mal. Hallo! Na? Siehst du alles nicht? Fit? Alles fit in Garmisch-Partenkirchen? Nee, warte mal. Alter, ich will ja essen. Boah, wow, Alter, geht das hier runter. Boah, Mann, ich will essen, ey. Junge. So. Okay, ich bin wieder full of life. Und was machst du hier so? Aha, okay, mir viel zu teuer. Nee, du bist langweilig. Krass, das geht hier übelst runter. Wo bist du denn? Ey, das geht hier richtig krank runter. Oh, ey. Ich bin hier oben. Guck mal, hier. Oh, ist das dir? Nein. Lava. Ja, yes, wenn mich nicht alles täuscht, ist das dir. Ja, oh, sorry. Aua. Sorry. Sorry, ich wollte nur gucken. Alter, ich dachte, jetzt kommt hier irgend so ein Vieh von denen. Na, mit Stein geht das schlecht. Ja, ich will nur gucken, wie viele das sind. Das sind voll viele.
Hauptsache, ich habe die gar nicht gesehen. Yes! Ja! Juhu, da haben wir endlich ein paar Dias. Ja, wir brauchen. Gibt's in der Schmiede? Ist hier eine Schmiede in dem Dorf? Ja, die habe ich ja gesucht, aber irgendwie. Gibt's keine? Ich guck nochmal. Also, das ist es nicht, nee. Mann, nee. Ich mach mich mal auf die Suche nach Al. Nee. Alter, geil. Nee, da geht's noch weiter. Ist da oben was? Guck mal, wenn du hier rechts hinkommst zu mir, dann sieht das auch richtig fett aus. So mit Nadelbäumen und richtig, boah, Alter, so ein richtig geiler Durchgang. Da ist auch Kohle, cool. Ich sammle mal eben Kohle. Ich sammle mal erstmal das, was wir auf jeden, ja, Fall. Alles, was du sammeln kannst, vor allen Dingen mit dem Ding. Kohle. So, warte mal. Aber hier muss es doch irgendwo eine Schmiede geben. Es gibt auf jeden Fall nicht in jedem Dorf eine Schmiede, ne? Ja, ja, aber ich glaube auch hier gibt's keine Schmiede. Was ist das denn? Achso, ach, Menno. Ich finde echt keine. Nee. Ja, ich schwimme hier gerade in so einem Teich rum und gucke mal. Schwimmst du? Ja, das ist richtig geil hier, ohne Scheiß. Das ist richtig fett. Das sieht richtig geil aus. Wenn du rechts am Dorf vorbeigehst, dann kommst du an so einem Bogen. Das sieht richtig geil aus, wie in Skandinavien so. Wie sieht das aus? Richtig geil. Ich komme überhaupt gar nicht auf das Modpack klar. Das ist einfach nur mega geil. Wo bist du denn? Machst du wieder Türen auf und zu hier? Nein, ich bin gerade diese komischen Dinger am Sammeln, womit man die Vögel füttern kann. Ich sehe dich nicht. Ja, ich bin an dem See. Also wenn du rechts an dem Dorf vorbeigehst, wo wir gerade Diamanten gefunden haben, da weiterlaufen. Lol, da sind zwei Endermänner. Ja, und jetzt? Und dann ist da so ein Durchgang zu so einem See. Siehst du den See? Ja. Genau, und zu dem See musst du hin. Und dann siehst du mich eigentlich. Da oben bist du, glaube ich. Genau. Du rennst hinterm Bogen. Ich hab Eisen gefunden. Ja, das ist super. Halt, warte auf mich. Hinter mir. Enderman, pass auf. Ist der hinter mir? Ja. Ich ignoriere den jetzt einfach mal gekonnt. Okay. Oh, bist du ein harter Typ. Ist auch so. 1, 2. Geil, wir haben genug Eisen für uns. Für 2 Pickaxe. Okay. Hier ist wieder Dia, Alter! Woo! Tom rastet übel, aus. Übel Dia hier, ey. Ja, wir haben genug Eisen für. Wir haben okay. Genau 9 Stück. Jetzt nur noch in Mazarin. Dann würde ich sagen. Ja, hast du die Workbench? Scheiße, ich hab nicht. Warte, da oben ist noch Kohle. Da oben ist noch mehr Eisen. Ja? Da oben. Okay, aber warte mal, jetzt wird's wieder dunkel. Ja, warte, dann dunkel. Dann lass, pass auf, warte mal, machen wir mal anders. Ich mach noch ein paar Fackeln. Wir brauchen ja so oder so Fackeln, ne? Ich habe jetzt erstmal 40 Stück gemacht, komm mal her. Kriegst du die Hälfte von. Und dann gehen wir erstmal ganz kurz gucken, ob da in der Höhle was ist. Weil ich weiß jetzt nicht, was das. Was ist das für eine Höhle hier? So? Hm. Weil wir, ja, wenn. Oh, wenn, lol! Was? Ja, klar, ich fall natürlich wieder jetzt runter. Danke! Was ist das denn jetzt? Warum kommen hier so komische Geräusche? Hier ist Redstone. Okay, jede Menge. Na, warte mal, guck mal, dann machen wir hier erstmal so eine kleine leuchtende Base. Komm mal hoch. Mhm. So. Und dann würde ich sagen, können wir uns ja in der nächsten Folge dann damit beschäftigen, die ganz tollen Sachen abzubauen. Aber dann müssen wir noch Eisen schmelzen und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Das können wir dann in den nächsten Folgen genau. Alles machen. Und dann können wir die Diamanten unten besorgen und dann können wir zu diesem Tauren runtergehen und mal gucken, was da so abgeht. Genau. Okay. Ja. Also haben wir ja für die nächste Folge mal wieder richtig viel zu tun und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis auf jeden Fall. Aber eine Sache noch. Nicht vergessen, wenn ihr wisst, wie ich diese komische Gravel-Silber-Dinger da abbauen könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich weiß absolut gar nicht, wie man das abbaut. Oder wie das Zeug überhaupt heißt. Genau, richtig. Okay. Also, obwohl, das könnte man eigentlich selber auch sehen, oder? Das müsste ja hier irgendwo sein. Weiß nicht, da müssen wir, warte mal, ich guck mal. Da ist es, glaube ich. Aluminium, nee, das ist Ohr. Uah. Aluminium Gravel Ohr, okay. Also, wie man diese Gravel Ohrs, ja, genau, und so weiter abbauen kann. Genau, alles so klar. Sieht gut das aus. Genau. Gut, dann alles sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüss. Bis dann, ciao.